Moin, moin, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kressgarage. Und diesmal nehme ich euch mit zu einer Klasse, die verdammt schnell ist. Also ich meine so richtig schnell. Sie nennt sich EG8E und das steht für Elektro-Glattbahner im Maßstab 1:8. Elektro nochmal, wie gesagt. Und die haben richtig Dampf unterm Kessel. Die dürfen maximal 2-3 S-Lipos fahren, was schon richtig krass ist. Der Motor ist freigestellt und der darf maximal 2800 kV übernehmen. Also drehen, und das mit der Akkuleistung ist schon richtig viel Power. Die Wagen sind auf Höchstgeschwindigkeiten auf der Gerade und in der Kurve ausgelegt. Sie sind heckangetrieben, also 2WD, und haben diese riesigen Flossen und riesigen Spoiler. Das heißt, die Wagen haben einen ungeheuren Anpressdruck, liegen wie auf die Straße geklebt bei den Geschwindigkeiten, und man muss sie eigentlich nur auch so schnell reagieren können, um sie gut um die Runden zu kriegen. Wie das aussieht, wenn sie richtig schön schnell um die Runden gebracht werden, das schauen wir uns jetzt hier mal an. Das ist sozusagen die Gastklasse beim 7. Berliner BTM-Rennen sozusagen. Hier sind die Fahrer, und jetzt geht's auch schon ans Warmmachen ran. Also die Fahrer wärmen den Wagen, die Reifen noch so ein bisschen auf. Wir sind hier in den Einführungsrunden. Jetzt geht's gleich in die Startposition rein. Auf 1 haben wir den Nico Großheim. Auf 2 Christian Wunsch, der hat bereits das erste Finale gewonnen. Auf 3 steht in Orange-Grün hier der Matthias. Auf 4 kommt der Roman in diesem Knallgelb, Neongelb. Auf 5 der Marco. Die Karosserie sieht sehr schön aus. Auf 6 haben wir hier den Peter Braun, auch eine coole Karosserie. Auf 7 der Mario in Weiß-Gelb, und ganz hinten haben wir noch den Martin. Hier haben wir nochmal die gesamte Aufstellung, und jetzt kommt die Ampel auch rein. Gleich kommt das Signal und dann geht's los. Und da starten wir. Die erste Runde sollen jetzt erstmal so ein bisschen locker fahren. Noch zählen die Zeiten ja noch nicht so wirklich. Aber bis jetzt haben sie sich gut aufgefädelt. Der Nico liegt echt gut vorne hier weg. Jetzt kommt es erstmal über die Zeitschleife. Und wir gucken uns mal an, was der Nico hier in seiner ersten Runde gleich mal für eine Zeit hinlegt. Ansonsten noch keine Überrundung hinten. Kommt er gleich wieder auf die Startgerade hier vorne von den Fahrerblöcken durch die Schikane durch. Und das erste Mal, er fährt eine 15.814, der Christian eine 16.608, der Matthias eine 16.493. Das sieht ja schon gut aus. Jetzt kommen die anderen Fahrer rein. Ui, da gab es einen kleinen Haker. Mal gucken, wie kommt er mit seiner zweiten Runde hier klar. Fährt eine 16.019, Christian eine 16.243. Das heißt, hier wird es ein bisschen sehr spannender. Oh, der Matthias ist eine 15.701 gerade gefahren. Das heißt, Platz 2 und 3 kämpfen gerade sehr gut, haben einen schönen Zweikampf hier. Und es ist schon echt krass. Das Ranfahren ist einfach, aber dann Platz machen, um wieder durchzukommen. Ui, da hat sich ja jemand gedreht. Der Mario ist 2 Plätze nach hinten gefallen. Jetzt geht es schon ans Überrunden ran. Der Neon Gelbe wird jetzt auch, macht ein bisschen Platz, wird überrundet. Und die haben wir immer noch auf 2 Christian, auf 3 Matthias. Und die beiden, die kommen so dicht aneinander ran. Das ist Windschattenfahren vom Feinsten. Hier kommen sie zeitgleich über die Schleife drüber. Fahren jetzt aber, weil sie Zweikampf haben, eine 17.16er und eine 17.13er Zeit. Der Nico Großheim hat gerade eine 16.226 gefahren. Aktuell schnellste Runde immer noch vom Matthias Klöppner. So, wir sind wieder hier beim Führenden dabei. Oh, der Nico hat gerade eine 15.669 gefahren. Die schnellste Runde aktuell. Mal gucken, wie er diese Runde jetzt hier abschließt. Eine 15.955. Gar nicht mal so schlecht, Christian hinterher. Ungefähr noch 3 Minuten sind auf der Uhr. Wir gucken mal ein bisschen mehr ins Mittelfeld hier rein. Wie sind denn hier die Zweikämpfe? Oh, da wurde schön innen überholt oder Platz gemacht. Die ersten 4 sind jetzt in der Runde 6. Danach sind alle eine Runde überrundet, also Runde 5. Nico jetzt schon in Runde 7. Was fahren Sie für eine Zeit? Da kommt das ganze Pack an. Es gibt so 2 Klassen sozusagen. Es gibt so 2-3 Fahrer, die schaffen so 16er, 17er, 15er Runden auch manchmal. Gerade Christian wieder eine 15.883 gefahren. Aber die schnellste Runde immer noch vom Nico, eine 15.669. Ui, da macht er ein bisschen sehr weit Platz, um den Überholenden vorbeizulassen. Sehr schön gemacht. Und dann haben wir noch so ein paar Fahrer, die so 16, 17, 18er Runden fahren. Martin gerade eine 20er, ich glaube das erste Mal mit dabei, sieht aber auch schon ganz cool aus. Jetzt kommt der Nico wieder mit Vollspeed drüber und fährt eine 16.13. Christian Wunsch hinterher eine 16.212. Gibt so ein bisschen Unterschied zwischen Platz 2 und 3 gerade. Matthias ist ein bisschen zurückgefallen.
Und der fährt ja auch einfach echt schöne Zeiten. Jetzt eine 15,956. Knapp dran. Sehr kontinuierlich die Zeiten auch. 11 Runden schon geschafft und wir haben noch 1 Minute 40 zu fahren auf der Uhr. Wie sieht's hier aus? Mario, gerade eine 19,142 gefahren. Auch schön. Dranbleiben, ne? Man weiß ja nie, was da vorne noch passiert. Ui, da ist der Christian gerade eine 15,463 gefahren. Die aktuell schnellste Runde. Ui, und da ist er in die da ist er eingeschlagen. Oh nein, Christian ist eingeschlagen. Hatte gerade noch Platz 1 gemacht, fällt jetzt leider aus. Ah, schade, in der 13. Runde mit noch knapp einer Minute Fahrzeit. Nico jetzt schön sicher durchs Ziel fahren. Noch eine Minute Zeit hat er noch, aber keinen direkten Verfolger. Einfach nur locker fahren. Mal gucken, ob er nochmal schnelle Zeiten rausholen kann. Ja, jetzt kommen die anderen Fahrer in ihre 14. Runde mittlerweile. Das heißt, Christian wird jetzt nach hinten durchgereicht. Ah, schön vorsichtig fahren. Über die Zeitschleife. Und Mario und Matthias hier klopfen. Ziemlich eng ineinander. Ui, da machen sie Platz. Sehr gut für die zwei Schnellen. Obwohl der Orange hier, die Nummer 3 ist das, der Marco, glaube ich. Sieht schön aus. 20 Sekunden auf der Uhr noch. Kriegt noch mal einer hier eine schnellste Runde hin. Ah, der Roman ist auch ausgefallen. Oh nein. Letzten 10 Sekunden laufen. Nico ganz cool auf Platz 1. Fährt hier die Runde noch zu Ende. Dann so. Nico Großmann, 18 Runden. Schnellste Runde war eine 15,669 bei ihm. Gerade noch mal eine 15,843 gefahren. Auf 2 ist der Matthias, auf 3 Marco, auf 4 Peter, auf 5 Mario, auf 6 der Martin und dann die beiden geschlagenen Christian und Roman. Tja, das war schon krass hier. Und spannend bis zum letzten. Also jetzt kommt es aufs letzte Finale ein. Zweimal einen ersten gemacht oder jeweils einen ersten gemacht. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Die Jungs fahren noch zu Ende. Ja, falls euch das Video hier gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt und keins mehr verpassen wollt. Abo drücken und Glocke drücken. Die Fahrer sind hier sehr zufrieden bei diesen heißen Temperaturen heute. Ansonsten sage ich jetzt nochmal ciao und tschüss, bis bald wieder, euer Kress. Oi, 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 schnelle, krasse Karren waren das hier.